Hallo meine liebsten Lieblingszuschauer und willkommen zurück zu Secrets of Grindia. Oh, die letzte Aufnahmesession für heute für mich. Ihr seht es an den Klamotten. Immer noch das gleiche an. Kristallscherben. Cyberkrugscherben. Super, super geiles Spiel, sonst hätte ich nicht so viel aufgenommen. Aber anstrengend tut es einen dann trotzdem. Irgendwann mal. Sieht sehr, sehr modern aus, dieser Tempel. Eine von vielen Verliesregeln. Fummel nicht an verdächtiger Maschinerie herum. Da hat er recht. Wir sind hier für die Beute, nicht für die Wissenschaft. Stell das Ding aus. Habe ich gestottert? Ich sagte, stell es aus, nicht noch weiter an. Ich sehe den ersten Bossfight inkommen. Ich habe keinen Bock zu. Also richtigen Bossfight. Die Truse da auf der Brücke habe ich irgendwie nicht als Boss empfunden. Oh nein, noch viel schlimmer, ich sehe ein Rätsel incoming. Eine große Tür mit drei magischen Schlössern? Was würde einen solchen Schutz rechtfertigen, außer ein Gegenstand von unschätzbarem Wert? Ich wusste, es war eine gute Idee, dieses Ding anzuschmeißen. Lass uns gehen und einen Weg durch diese Tür finden, Junge. Er immer mit seinem Uns und Wir. Blöder Penner. Muss doch bestimmt irgendwas machen, um hier Lichtstrahlen oder so zu bündeln. Wow, man sieht voll viele Sachen hier. Musik spielt nicht mehr. Ha. Ich bin verwirrt, weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Ich will doch keinen Anhaltspunkt oder so. Aber die Dinger sind nicht durchschlagbar. Wie auch immer. Ja, lol. Das hat gar keinen Anhaltspunkt. Steht nur, erkunde den Tempel, supi. So. Man läuft halt dran vorbei. Ja, Indigala, halt da Maul. Hä? Ich verstehe es halt nicht. Ich gehe nochmal einen Raum zurück, aber letztendlich. Vor allen Dingen, es stört total, dass hier keine Musik ist. Ah. Wir fliegen? Scheint wohl so. Oh oh. Ich schätze, extremer Reichtum kommt selten ohne einen Kampf. Zieh dein Schwert, Junge. Alter. Flying Fortress. You don't say. Boah, ich liebe diesen kleinen Spinner da. Ja, ich. Hab übrigens, als ich gerade geladen habe, war ich nicht ganz an der Position, wow, an der ich aufgehört habe, sondern wieder am Anfang des Waldes. Deswegen musste ich mich erst ein bisschen hocharbeiten, sozusagen. Ein Metallstück. Fein. Erstmal rechts rum. Wow. Aha. Oh, würde ich gerade fragen, was das denn bitte bringt, aber scheinbar hat es was gebracht. Mehr oder weniger. Was ist denn für ein Nervteil? Ist das wie ein Siegel? Und nu? Ah, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Ich will ganz gerne an diese Truhe da rankommen. Nur, wie? Lol, der sich dann hin teleportiert hat zu uns. Sehr merkwürdig. Also ich verstehe das noch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Vielleicht eine Fähigkeit, die wir noch bekommen. Kann ja sein. Ist auch schon wieder so. Tales of Cestiria könnten jetzt unseren Windansturm machen. Von Savido. Aber so. Okay, wieder etwas, das wir uns anschauen können. Die Levelgestaltung ist auch ziemlich cool. Datum 7.8.76. Wir wurden heute vom Rat aufgesucht. Sie wollen unsere Hilfe im Kampf gegen Farmera. Ich bin nicht überrascht, aber es macht mich auch nervös. Aline stimmt zu, das süße Mädchen. Sie ist um ihre Familie am Boden besorgt und nicht ohne Grund. Professor Pine. Die Tür geht wohl nicht auf. Nö, noch nicht. Sieht hier immer so aus, als müsste man erst ganz vieles mit Energie versorgen. Wow.
okay. Unser kleiner Schneemann ist gleich tot. Au. Ich habe auch ziemlich was mal bekommen. Ey! Homing Missiles am Arsch! Lex Kacksau! Ey! Also nicht Missiles, aber trotzdem Homing. Kotzkram. Wow! Alter! Nicht geil. Wow! Block. Na super. Du mich auch. Alter. Sieht gut aus, das Scheißding. Jetzt gemeinsam zerstören, mein Kleiner. Boom. Das hat uns jetzt was gebracht. Wir haben so eine Schlüsselanzeige. Ist die schon immer da gewesen? Oh, lel. Okay. Witzig. Sah fast so aus, als könnten wir unseren Dude damit so ein bisschen befehligen. Ja, waren das jetzt hier alle? Und wenn ja, was hat es uns gebracht? Nichts scheinbar. Datum 12.08.76. Wir haben heute zwei Experimente gestartet. Eines trägt den Namen Phasenmann, das andere Gun Them. Phasenmann ist unsere beste Chance und am schnellsten zu bauen. Hoffentlich wird es genug sein, aber Pharma-Mera sollte nicht unterschätzt werden. Professor Pine. Gun Them, schon klar. Willkommen zum Kampftraining-Modul Perfekter Block. Ein perfekter Block wird durchgeführt, wenn du einen Angriff mit deinem Schild im letzten Moment blockst. Ein perfekter Block reduziert den Schildschaden um 50% und kann bei manchen Angriffen Spezialeffekte hervorrufen. Benutzt du eine Fähigkeit kurz nach einem perfekten Block, wird sie automatisch zum Silberlevel aufgeladen. Wenn du einen normalen Angriff benutzt, wird er garantiert kritisch treffen. Fortschritt im Ausbildungskurs wird verwehrt, bis du beweisen kannst, dass du diese Methode beherrschst. Bitte stell dich auf die Platte, um den Test zu beginnen. Oh. Das war super schlecht. Oh Mann. Bada bing. Jawohl. Okay, das heißt, wir müssen hier auch so kleine Rätsel lösen jetzt. Wie in dieser Arena. Oh, das sieht mir nach Kampf aus. Sieht mir dolle nach Kampf aus. Oh nein. It's too fast. Oh. Das ist der Phasenmann. Datenbankübereinstimmung. Eintrag. Empfindsamer Behälter. Loyalität. Pharma Hera. Aktion. Sofortige Terminierung. Entriegle Waffen. Komisches Smiley. Kampf. Stelle Protokoll. Marisa. Rubbelbrabbel. Tactical Assault Robot. Wow. Alter! Wie... Ach ja, blocken. Da war ja was. Okay. Das konnte ich irgendwie nicht richtig blocken. Alter. Absoluter Sofort-Crush. Okay. Der wird mich halt einfach zerficken. Ich wollte es gerade sagen. Wow. Game over. Ich habe jetzt was gelernt. Alter. Wow. Belastend. Verstörend. Einfach nur krass. Ja, wir überspringen mal. Wow! Also da war ich gerade maßlos überfordert, wie man gesehen hat. Alter! Wow! Ist gut, Bruder. Scheiß Mega Man. Möchte gern Spacko. Wow! Oh oh, was wird das? Oh, leckt mich doch. Leck mich doch fett. Der gibt mir ziemlich auf den Klöterich, der gute Mann. Wow, 73 einfach mal. Das kannst du mir nicht erzählen. Oh Gott. So, der Kleine greift an, Gott sei Dank. Der Kleine ist, glaube ich, schon wieder tot, ne? Ja. Oh oh. Oh oh. Oh. Egal, mehr als die Hälfte habe ich ihm abgezogen. Er mir kaum was. Das sieht jetzt gerade tatsächlich ziemlich gut aus. Oha. Ich konzentriere mich halt stark, wie ihr merkt. Wow, da hat der Penner mich von hinten einmal erwischt, ey. Greif ihn an, kleine Schneemann. Wow.
Wow, wow, wow. Hat er belastend gefressen, der Junge. Oh Gott. Das wird mehr, habe ich das Gefühl. Und er ist tot, habe ich das Gefühl. Penner. Okay, man muss halt einfach nur wissen, wie er zu kriegen ist, sozusagen. Wie man seinen Angriffen auszuweichen hat, vor allen Dingen. Oh, cool. Ja, direkt ausrüsten, Alter. Was sagst du denn? Phasenverschiebung erhalten. Cool. Dies erlaubt dir, Phasenplatten zu verwenden, um dich an Orte zu teleportieren, an die du vorher nicht gelangt bist. Drücke die A-Taste, um diese Fähigkeit zu aktivieren. Wenn du auf ein Hindernis triffst, kehrst du wieder auf die Ursprungsplatte zurück. Ja, fett. Angriff, minus 20. Na, egal, komm. Dafür haben wir jetzt eine heftige Verteidigung. Sehen aber potten hässlich aus. Das will ich rückgängig machen. Alleine, weil es kacke aussieht. So. Hut. Equip-Item. Kürbiskorb. Warum haben wir denn noch keine Rüstung? Bisschen unbelastend. Haben wir auch nur einen? Hut und Gesicht ist halt identisch. Style. Lassen wir mal. So, drücke A. Hui! Witzig. Äußerst witzig. Molekularsynchronisierung. Wenige bestreiten, dass unsere Phasenverschiebungstechnologie der wichtigste Fund ist, den diese Einrichtung je entdeckt hat. Kurz gesagt, jedes Objekt oder jede Person, die einen Synchronisierungsstempel erhalten hat, kann eine Phasenplatte verwenden, um in einen Datenstrom aus Photonen verwandelt zu werden. Nach Erreichen einer verbundenen Platte werden die Daten verwendet, um das Objekt in seiner originalen Form wiederherzustellen. Die Anwendungsmöglichkeiten dafür sind, kurz gesagt, gewaltig. Der einzige begrenzende Faktor, mit dem wir momentan ringen, sind die Platten, die viel zu schwer zum einfachen Transport sind. Wenn das Phasenmann-Konstrukt allerdings nach den Spezifikationen arbeitet, sollte es von ganz alleine dazu fähig sein, die Phasenverschiebung zu verwenden. Ihr merkt schon, anstrengend. Ist ja hohe Wissenschaft hier. Gut, das wird wohl den nächsten öffnen. Also jetzt ist das Video hier. Ja, genau. Ring. So, sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch links rum, glaube ich. Datum, Ort aufgesucht. Sie wollen unsere Hilfe, Kampf gegen Vermehrer. Ich bin nicht überrascht, aber es macht mich auch nervös. Allein mir stimmt zu, das süße Mädchen. Genau, hier waren wir nämlich schon. Das war jetzt quasi ein Shortcut. Und wenn jetzt die linke Seite genauso lang ist wie die rechte Seite, dann finde ich auch, muss ich sagen, die Länge der Dungeons ganz cool. Weil es ist angenehm. Es ist halt einfach nicht stundenlang, nur ganz gechillt. Ist ja kein Phasenverschiebungsding. Aber ich weiß, wo eins ist. Oh. Was bist du denn, Magga? Ein Pekko. Alter. Hat Pekko den gerade angeschissen? Kann das sein? Alter, Pekko. Ist gut, ey. Hier, Pekko, hier, Pekko. Halt einfach dein Maul. Wow. Das Coole ist halt, Pekko drückt halt so gut wie gar keinen Schaden. Eine Pekko-Feder. Flupp. Und das ist... Bild 1, fliegende Festung. Okay. Ist das hier irgendwo einsehbar? Album wahrscheinlich. Oder auch nicht. Trophäen. Karten. Aha. Hab ich auch gar nicht gesehen. Eine Karte mit dem Standort üppiger Beute. Kannst du das Rätsel lösen? Ich habe vor allen Dingen nichts, womit ich das ausbuddeln könnte, glaube ich. Wir werden sehen. Schlägerbock. Ich guck gerade so ein bisschen auf meine Erfahrungsleiste. Fast das Gefühl, als hätten die anderen Gegner mehr Experience gegeben im Wald. Ach guck, hier hätte ich gar nicht hingekonnt. Oh wow. Oh wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Oh. Scheiß Wächterkristall-Dinger. Gehen mir auf den Sack, aber hart. Wow. Das Life habe ich auch gerade... Wow, echt gebrochen. Ey, die drücken ordentlich.
Ey! Scheiß Schlägerspasti. Wow. Oh, und die mit ihren scheiß Homing Missiles, ey. Na sure. Noch eine. Oh, danke, live, ganz wichtig. So, oh, nochmal live. Nein, ey, das kannst du mir nicht erzählen. Ich hab noch so ein scheiß Pekko dazu. Und der shieldet jetzt den anderen. Ist das lächerlich. Oh. Dieser dumme Penner kann halt echt quasi überall hin angreifen. Oh. Nervensäge. Absolute Nervensäge. Viel zu kämpfen, ey. Kotzt mich grundsätzlich an. Wow. Drecks-Pekko. Stirb. Pisser. Bist du fein gemacht, mein kleiner Spasti. Lup. Wie? So. Ich kann ja noch in diese Richtung laufen. Zack. Es ist eine super große positive Überraschung für mich, dieses Spiel. Ich dachte ja, weil es ja noch kein vollständiges Spiel ist, dass ich hier so ein bisschen was, naja, Arcade-mäßiges kriege. Das nicht so richtig funktioniert. Oder zumindest halt noch doller entwickelt werden muss. Aber dieses Spiel ist super weit, finde ich. Datum 23.08.76. Er hat heute ein weiteres Dorf vernichtet. 45 Tote und Elines Schwester war unter ihnen. Wir müssen ihn aufhalten, sagte sie mir mit Tränen in den Augen. Keiner von uns kann glauben, dass dieser Mann eins der größten Sammler von uns allen war, Professor Pine. Datum 10.09.76. Das Phasenmann-Experiment schreitet gut voran. Die Blaupausen für Gundam sind ebenso angekommen, aber der Entwurf beunruhigt mich. Es gibt eine Grenze, wie viel Macht ein Mensch besitzen sollte und Vermehrer ist der Beweis dafür. Ah, Machtgrenzen und Shit ist immer nicht so geil. Ach, ist das hier ein Rätsel? Ah, ich muss wohl irgendwie die Dinger... Oh nein, oh nein, oh nein. So verschieben, dass ich... Ja, was denn? Hoch und dann... Was? Okay... Ja, 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 ja. Ich muss halt erstmal gucken, wie das funktioniert. So. Okay, verstehe. Dann muss hier jetzt nochmal einer sein. Das müsste so eigentlich klappen. Ah! Falsche Round. Ich verstehe. It's die falsche Richtung. Ui, dann müsste ich aber fast einmal hier auf Z oder auf zurück. Ne, 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 ne. Du warst schon soweit richtig, Magga. So. Und du musst dann jetzt verschoben werden. Aber das kann ich auch nicht angehen. Der dritte muss ja auch irgendwie verwendet werden. Guck mal. Dann stellen wir den erstmal quasi so temporär. So, vielleicht. Und dann hier hin und dann so vielleicht und so und dann, keine Ahnung, müsste irgendwie funktionieren. So und dann halt so. Flup, flup. LOL! Oh Gott. Okay. Dieser hier muss quasi... Oh, Alter, kann ich mich irgendwie die ganze Zeit zurückdrehen? Okay, der eine muss da oben sein. Ich verstehe. Also zack und zack. Zack und zack. Okay, es ist aber schon nicht verkehrt, wenn der hier irgendwann mal den erwischen sollte. Nur... Wow, da bin ich gerade zu müde für, um ehrlich zu sein. Auch. Zack, zack. Warte, oh, scheiße. Wenn der dann dahin haut, musste ich den... Ah, ich glaube, ich hab's. Aber wie kann ich das denn gewährleisten, verdammte Scheiße? Oh, Mann.
kann ja nicht. Ich verstehe es gerade voll nicht. Zack. Zack. Okay, der muss. Aber eigentlich auf. Hä? Also, passt auf. Der hier müsste dann ja eigentlich hier irgendwo auf diesem Level stehen. Wie soll denn das gehen? Phasenreflexion. Nach umfangreichen Tests haben wir endlich bewiesen, dass der molekulare Verlust durch Reflexion 0% beträgt. Anders gesagt, Richtung der Verschiebung zu ändern. Ja, ja. Boah, das kannst du mir nicht erzählen, ey. Dass ich schon wieder so ein Pimmelrätsel nicht hinkriege. Ja, vor allen Dingen, das muss falsch sein. Das kann gar nicht so funktionieren. Der muss mich da nach oben bringen. So, und von dem kann ich dann anderen Schüssel reflektieren. So wird das falsch sein, aber ich teste erstmal. Ja, ist halt einfach die falsche Richtung. Verfluchte Ficke. Hm. Können wir die irgendwie tauschen miteinander? Im Sinne von. Ich hau den erstmal weg. Ich glaube, ich war vorhin schon relativ nah dran, ey, an der Lösung. Das kotzt mich gerade total an. So, 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 so. So, du reflektierst und dann müsstest du ja nochmal reflektieren. Aber das ist auch nicht richtig. Und jetzt? Ich check halt einfach nicht, wie denn hier oben der sein kann, der in die Richtung macht, statt in die Richtung. Weil ich müsste ja hier irgendwie durchkommen. Ich verstehe es voll und ganz nicht. Okay, genug gespielt für heute. Hugo muss ins Bettchen. Ich danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal kriegen wir das sicherlich irgendwie gelöst. Bis dahin!